Ich war ja eben 26 geboren und das erste Mal, dass ich damit eigentlich zusammengekommen war, war erstens, dass mein Vater eben uns Ende 1934 sagte, er wäre nicht mehr im Auswärtigen Amt und würde Theologie studieren. Und das haben wir natürlich diskutiert. Und dann bin ich natürlich in Kindergottesdienst und in den Mädchenkreis gegangen. Und wie ich aber im vierten Schuljahr in der Volksschule war, oder kommen sollte, haben meine Eltern mich da rausgenommen, weil die Lehrer alle auf Umschulung mussten und die Klassen zusammengelegt wurden. Und meinen Eltern hat das nicht gefallen. Da war ich noch ein Jahr in einer jüdischen Mädchenschule eigentlich in Berlin-Nikolassee, wo die hatten auch einen Zug Grundschule und da war ich und bin dann nachher in Dahlem ins Lyzeum gekommen mit 10 Jahren und hatte dort dann einen sehr hässlichen und gemeinen Lehrer, der also ganz dem Regime, den Nazis, ergeben war und der vier von uns Mädchen wirklich schikaniert hat. Wir mussten zum Beispiel nach jeden Zeugnisferien, also Ostern und im Herbst, mussten wir aufstehen und dann wurden wir gefragt, warum seid ihr nicht im BDM, in dem Bund Deutscher Mädchen? Und da mussten wir eben Farbe bekennen, was vor einer Klasse gar nicht so angenehm ist, nicht? Und ich bin dann auch in den Mädchenkreis gegangen von der Kirche, von der Gemeinde. Das war illegal, weil alle anderen Jugendbünde und Vereine, die wurden ja alle, kamen in die Hitlerjugend für die Jungs und im BDM für die Mädchen. Und wir hatten dann eben von der Gemeinde einen sehr netten Mädchenkreis, den ich in sehr guter Erinnerung habe. Und wir haben so versucht, ja, in unserem kindlichen Vermögen, also zum Beispiel hatten wir uns ausgemacht, wir versuchen, wenn wir eben zu Beginn des Schuljahres mussten wir alle auf dem Hof antreten, in Reihe und Glied. Und dann wurden die ersten Jahre noch die beiden Flaggen, das Hakenkreuz und die Deutschlandfahne, Schwarz-Rot-Gold, gehisst auf dem Schulhof. Und wir mussten also stramm stehen und Heil Hitler den Arm heben und das Horst-Wessel-Lied und das Deutschlandlied singen, die erste Strophe. Deutschland, Deutschland über alles. Und da haben wir ausgemacht, wir versuchen entweder den Arm zu heben und mitzusingen oder nicht zu singen und den Arm zu heben. Und das haben wir auch versucht, morgens früh, wenn der Lehrer reinkam, mussten wir ja alle aufstehen. Und da wurde nicht Guten Morgen gesagt, sondern Heil Hitler. Und an meinen Lehrer, das passt jetzt gerade dazu, habe ich auch eine Erinnerung. Ich komme vom Schwimmen wohl mit der Straßenbahn und steige aus und er steigt ein. Und ich sage natürlich Guten Tag und er sofort Heil Hitler. Und am nächsten Tag wurde ich zum Direktor bestellt und der hat mir ins Gewissen geredet, man würde jetzt in Deutschland Heil Hitler sagen und nicht etwa Guten Tag. Und ich sollte bitte in meiner Lage vorsichtiger sein. Und ich nehme an, so viel später,
dass dieser Lehrer eben auch auf den Direktor Druck ausgeübt hat, ja. Denn meine ältere Schwester war in der gleichen Schule und hatte überhaupt nie irgendwelche Schwierigkeiten. Das ging immer von den Persönlichkeiten aus.